Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es geht weiter mit dem Umzug. Umzug Teil 3 und 4. Ich werde es jetzt in ein Video packen, weil ich Teil 3 schon gefahren habe und auch eigentlich bis auf einer Tischplatte, die ich jetzt noch im Auto habe, die ich dann gleich hole, wenn ich das Tischgestell aufgebaut habe, alles schon hochgetragen habe. Ich habe diesmal nicht so viel gefilmt, also auch nicht in Osnabrück beim Einladen und so, weil ich es irgendwie total verpeilt habe. Und dann dachte ich mir, mache ich Teil 3 und 4, also das nenne ich dann einfach Teil 3 und mache das zusammen. Weil beim nächsten Mal, also bei Teil 4, habe ich ganz viele Leute hier, die mir helfen. Und ich weiß nicht so ganz, ob die da Bock drauf haben, in einem Video zu sein und so weiter. Deswegen zeige ich euch jetzt nur mal, was ich jetzt schon alles hochgebracht und eingerichtet habe. So, wir starten mal mit dem Kinderzimmer und ich glaube, hier hat sich das meiste getan. Ich habe auch schon Deko hier. Ich habe die Wandfarbe gefunden, die hier an die Wand kommt. Das werde ich morgen früh streichen. Genau, dann habe ich hier bis auf den Tisch alles hierher gebracht. Im Schrank sind jetzt noch ein paar mehr Klamotten. Die Matte habe ich jetzt schon mal hier hochgeräumt. Hier ist noch Zeug. Und jetzt kann ich euch erklären, wie es noch der Rest hier wird. Also hier in die Ecke kommt dann das Bett und hier vorne der Wickeltisch. Oder andersrum, das habe ich mir noch nicht überlegt. Und hier hinten, wo das Bobbycar steht, also an die Wand, kommt dann noch die Spielküche von Karl. Das Bobbycar kann ja meinetwegen dann hier parken oder wo auch immer. Nächster Raum. Ich habe die Babybadewanne da, das Töpfchen ist da, der Toilettensitz ist da, die Fußbank ist da, der Wäschekorb ist da. Und ich habe gestern bei Lidl mir einen rosanen eine rosane Klobrille gekauft, weil die hier war ja schon da. Ich habe die zwar ultra sauber gemacht, aber trotzdem ist mir lieber, dann noch eine komplett neue zu nehmen. Und dadurch, dass die rosa war und sehr, sehr günstig, musste ich die einfach mitnehmen. Dann seht ihr hier einmal die Teile von meinem Tisch und hier und da. Dann hier hinten, das sind fast alles nur Klamotten. Hier ist das Lichtequipment, Softboxen, Ringlicht, Greenscreen, alles da drin. Genau, das hier ist so Kleiderschrank, weil der wird ja final dann hier stehen. Meine Tomatenpflanze ist noch angekommen. Genau, also das ist jetzt alles schon hier. Den Tisch werde ich jetzt aufbauen. Davon werde ich einen Zeitraffer machen und ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Und dann werde ich, wenn das Tischgestell steht und ich das dann umgedreht habe, noch die Tischplatte holen. Die ist nämlich noch im Auto. Und ja, genau, dann passiert jetzt heute halt umzugsmäßig halt erstmal nichts mehr. Ich werde dann morgen streichen, morgen früh. Ich habe es geschafft. Es ging einfacher als gedacht, langsamer als gedacht und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe am Anfang einmal die Decke mit festgeschraubt und die letzte Schraube, die wollte gar nicht, weil das sich alles irgendwie so ein bisschen verzogen hat und ja, ich mir auch immer bei jeder Schraube aufs Neue unsicher war, in welche Richtung, also ob so rum oder so rum. Genau, hier steht jetzt das Tischgestell. Ich finde es eigentlich ganz gut so da. Also hier werden die zwei Stühle stehen und hier passt dann noch Karls Kinderstuhl, also dass er dann so gerichtet hier sitzen kann. Und ich glaube, das ist erstmal so die beste Lösung. So, und damit steht der Tisch. Ich lasse den jetzt erstmal so stehen. Ich hatte noch überlegt, ob ich den vielleicht hier so positioniere. Allerdings, ihr seht jetzt, ich gehe mal ein Stück weiter weg. Also ihr seht jetzt hier die ganze freie Fläche. Und hier kommt auf jeden Fall ein Spiegel hin. Und dann soll hier dazwischen eigentlich eines Tages irgendwann mal noch ein Sofa. Und deswegen, das würde dann gar nicht passen, wenn der Tisch so andersrum steht. Ich finde ihn jetzt super so. Die Fingerabdrücke werden noch weggeputzt. So, 15 Uhr ist vorbei. Ich konnte endlich noch hämmern und habe jetzt hier noch diese Girlande angebracht. Mittig zwischen den Fenstern. Passend zur Lampe und zu dieser Kerze da. Wir hatten es ja in dem anderen Zimmer und hier jetzt auch so, dass Hauptfarbe grün ist. Weiß ist keine Farbe, zählt also nicht.
und ein paar Elemente in Blautönen. Und ja, ich finde, das passt super. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist, glaube ich, nach vor um 8. Ich bin heute übelzeitig aufgewacht, keine Ahnung wieso. Und ich werde jetzt die Wand hier hinter mir streichen. Also erstmal abkleben und alles. Und da werde ich euch mitnehmen. So, wie ihr seht, ist die Wand fertig und ich hoffe sehr, dass die Flecken noch weggehen durchs Trocknen. Man sieht es ja auch ein bisschen, es glänzt noch, denn die Farbe ist genau alle geworden. Es ist wirklich nichts mehr drin. Übelst krass, dass es hier einfach auf einen Millimeter so gepasst hat. Okay, hier seht ihr das fertige Ergebnis. Ich bin super zufrieden. Ich zeige euch mal hier zum Beispiel die Kante. Das ist halt einfach eine perfekte Kante. Oben muss ich sagen, speziell hier hinten in der Ecke sieht man das vielleicht ein bisschen. Da muss ich nochmal nacharbeiten, aber es sind so wenige Stellen. Dann sieht man wieder hier die Kante, die wieder übelst perfekt ist. Einen wunderschönen guten Morgen. Boah, ich gehe mal weg vom Licht. Ich sehe so unfassbar fertig aus. Zumindest bei gutem Licht. Ich bin jetzt nicht so fertig, wie ich aussehe. Gestern war ich, also ging es mir so. Ich bin jetzt gerade in Osnabrück, sieht man ja wahrscheinlich, und werde heute hoffentlich den vorletzten Teil des Umzuges fahren. Ich bin mir da aber noch nicht so sicher, weil ich wieder gemerkt habe, dass beide Autos echt einfach viel zu klein sind oder kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Und dass ich beim Bus viel mehr, ich sag mal, enttäuscht bin, also enttäuscht im Sinne von, ich habe es falsch eingeschätzt vom Platz her, als beim Renault. Weil beim Renault ist es immer so, dass ich denke, oh mein Gott, was geht da alles rein? Und trotzdem nicht immer das alles reinpasst, was ich gerne rein hätte. Allerdings haben sich zum einen meine Packkünste auch verbessert und zum anderen, beim Bus habe ich mir halt einfach noch viel, viel mehr vorgestellt. Ich blende euch jetzt ein Bild ein. Wir haben gestern meinen Schrank gekauft, also in Teilen halt bei Ikea, ne? Und den eingeladen. Da seht ihr jetzt mal kurz so zwischenstandmäßig, wie der Bus halt gerade aussieht oder gestern aussah. Ich habe da gestern Abend noch mehr Zeug reingeladen. Der Bus ist jetzt ziemlich voll. Man darf die Schiebetür nicht mehr aufmachen, sonst fällt zum Beispiel was raus. Ich frage mich gerade, wie ich das gemacht habe, dass es zuging, also wie ich das da zum Halten gebracht habe. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es ist 10 nach 7 und ab um 8 muss ich eigentlich hier weg sein wegen der Umweltzone. Deswegen werden wir jetzt ganz schnell frühstücken, dann ganz schnell den Bus beladen. Und es ist auch okay, wenn ich erst um 8 dann unten bin. Solange ich halt beim Auto bin und jede Sekunde losfahren könnte, wenn da so ein Behördenordnungsdings, der Mensch da kommt. Aber jedenfalls wollte ich nur sagen, es geht weiter mit dem Umzug und wir sehen uns wahrscheinlich wieder. Wir sind angekommen. Boah, es ist echt, ich bin so froh, dass ich ab morgen hin drei Spiegel hier habe. Ich habe euch noch gar nicht, also meiner Meinung nach noch gar nicht gezeigt, den neuen Kühlschrank, oder? So, da steht mein neuer rosaner Kühlschrank. Ich habe den jetzt auch angeschlossen. Der stand jetzt eine ganze Woche unangeschlossen. Guck mal, ob man da irgendwie... Oh ja, hier oben ist schon total kalt. Und hier unten habe ich sogar schon mal reingetan. Hier ist noch nicht kalt. Noch überhaupt nicht kalt. Keine Ahnung, auf was ich hier stellen muss. Vielleicht da.
Okay, unten merkt man noch gar nichts. Okay. Aber oben, dann tue ich das Brot am besten mal oben rein. Nachher, wenn wir wiederkommen, ist es wahrscheinlich gefroren. Genau, und den haben wir geholt am Montag. Genau, dann haben wir den hier abgestellt, ausgerichtet und so. Und heute ist Freitag. Ich habe den jetzt gerade angeschlossen. Boah, ich sehe wirklich so fertig aus. Genau, ich werde jetzt mit dem Karl noch ein paar Sachen aus dem Auto holen. Also nicht viel, weil wie gesagt, ich habe morgen ja Leute, die mir helfen. Und das ist ja dann vor allem Möbel und sowas, Waschmaschine, irgendwelche schweren Sachen sind. Aber mit dem Karl hole ich jetzt zum Beispiel sein Reisebett, seinen Stuhl, unsere Klamotten und sowas. Also die Sachen, die man jetzt halt so braucht jetzt für die erste Nacht. Und danach werden wir fix einkaufen fahren. Wir holen ja ein bisschen was, was man in den Kühlschrank, der dann hoffentlich anfängt auch richtig, also als Kühlschrank selbst kalt zu werden und nicht nur der Gefrierschrank. Und dann werden wir sonst nicht mehr so viel machen. Wir werden den Tag noch ganz entspannt verbringen. Ich werde hier auf jeden Fall die Wohnung nochmal staubsaugen und alles und noch ein bisschen aufräumen, speziell in der Küche, weil da kommt ja morgen zum Beispiel die Waschmaschine rein. Und da werde ich halt einfach schon ein bisschen freiräumen. So, und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich möchte das Video an der Stelle beenden, auch wenn die Wohnung noch nicht fertig ist. Aber das jetzt der letzte und dritte Teil sozusagen von meinem Umzug war. Aufgrund dessen, dass ich euch gerne die fertige Wohnung einzeln zeigen möchte. Weil es keinen Sinn macht, wenn ich dann jetzt noch sozusagen im Umzugsvideo dann alles schon fertig zeige. Die Sache ist, dass einige Sachen echt noch ein Stück dauern werden. Dementsprechend ja, werde ich das Video jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Wohnung so findet. Also zum einen den Schnitt, den ich super, super cool finde. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich den Schnitt absolut perfekt finde. Aber zum anderen auch so die Einrichtung, wie sie bis jetzt ist. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich verlinke das letzte Video wie immer unten drunter. Ich verlinke Instagram unten drunter. Und ja, dann seid gespannt, was als nächstes für ein Video kommt.